Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie heute in Zeitz begrüßen zu dürfen. Im Hintergrund hören Sie das kleine Glockengeläut, eine angenehme Angelegenheit im Gewandhaus am Altmarkt. Die Stadt Zeitz feiert nächstes Jahr ihre 1050 Jahre Bestehen. Es ist eine alte, traditionsbewusste Stadt. Nicht alles ist ganz gut geworden, aber vieles, und es geben sich der Einzelbürger und viele einzelne Akteure geben sich viel Mühe. Ich möchte Sie heute auf eine kleine Reise durch unsere Stadt mitnehmen und zeige Ihnen ein paar hübsche Sachen, wertvolle Sachen und Dinge, die sich entwickeln müssen. Natürlich gehört auch dazu, dass der letzte Strukturwandel nach der deutschen Einheit die Stadt nicht ganz unbeschadet überstanden hat. Das Wichtigste für uns hier in Zeitz ist eins, dass wir wieder attraktiv für den Zuzug von neuen Bürgern sind. Also, jetzt genießen Sie es einfach ein bisschen. Es soll einfach Genuss bereiten und ich unterlege die ganze Sache mit ein bisschen klassischer Musik. Also, viel Freude beim Zusehen. Ich heiße Johannes Krauser, bin gebürtiger Zeitzer und Zeitz war ja auch Kinderwagenproduktion. Das hat ja ein gewisser Herr Näther angefangen. Das fing ja ganz einfach an mit einem Leiterwagen, der Universaltransportmittel war für im Garten. Und er hat es dann nur etwas kleiner eben gebaut, dass die Kinder da drauf passten. Und dass die Kinder eben damit gezogen wurden, leichter zu transportieren waren. Hallo, hier ist der Udo. Das Gebäude hinter mir ist ein ehemaliges Gebäude von Zekiva, was Kinderwagen und Puppenwagen hergestellt wird. Und das Gebäude hinter mir war die Puppenwagenproduktion. Und in derselben Straße befindet sich der Fuhrpark, wo ich angestellt war. Die Zekiva hat Kinderwagen und Puppenwagen produziert, die weltweit vertrieben worden sind. Und Zekiva hat leider die Wende nicht überlebt.
Wenn jemand Lust hat oder was tun möchte, möchte er nach Zeitz kommen. Die Stadt Zeitz braucht jeden, der innovativ ist.